Thomas, Tommy von den Hornets, mit anderen Reifen. Und da hat schon den ersten rausgezwiebelt. Stoppe ist vorne. Schauen Sie mal, wie er das Fahrzeug anstellt. Mit dem Pendel, der richtig spielt. Und dahinter liegt Horst Kotte. Und dann heute sehr stark für mich. Dieser Bahn, diesem Land. Dann dahinter. Dieser Frau mit Klaus Gräfen hat sein Auto wieder flott bekommen. Fährt ja sein zweites Rennen mit diesem neuen Peters. Fahrzeug aus den Niederlanden. Und dann dieser Dieselkämpfer. Heute nicht so sein Tag. Aber er kann ja noch schuppeln, sicher. Da noch was bewirken. Gegen Rostocke und der macht sich schön breit und Strauch dreht sich. Hat es versucht, damit er ging in die Hosen, wie man so schön sagt. Schief gegangen. Thomas. Rokokovic jetzt auf dieser dritten Position, wieder diese Kämpfer 4. Da kommt einer aus den Büschen, das müsste der Klaus Gräfen sein. Nein, ist er nicht. Dann ist es der Holger Koch. Kam einer aus dem Notausgang, da noch einer. Und hier noch ein Endkampf um diese Position 3. Thomas weiß, was er will, sage ich immer. Thomas Prokopovic, jetzt hier das Getrickse. Schauen Sie mal an, und da ist er vorbei. Der Kronblätter müsste aus meiner Sicht jetzt weiter sein. Die letzte Runde läuft, da kommt Stumpe. Ganz lässig vorbeigefahren, so nach dem Motto. Ja, das war's doch schon. Und hier ist es. Jawohl. Prokopovic macht den zweiten Platz und 2 Punkte. Er hat es geschafft. Und dieser Dieselkämpfer auf dem dritten Platz. Und die Horst Kotte.